Was wundert ihr euch darüber? Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass nun dieser Mann gehen kann? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser ihn freilassen wollte. Und weil dieser Mann an seinen Namen geglaubt hat, hat dieser Name den Mann hier, den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht. Der Glaube, der durch ihn kommt, hat ihm vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden alle getilgt werden und der Herr die Zeiten des Aufatmens kommen lässt. Und er wird Jesus Christus als den für euch bestimmten Messias senden, den ihr gekreuzigt habt. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung von allem, die Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat, seit die Welt besteht. Mose sagte zu unseren Vätern: Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch sagt. Ergreift ihn. Ihr seid die Kinder des Propheten und des Bundes, den Gott mit seinen Vätern geschlossen hat, als er zu Abraham sagte: Durch deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Für euch zuerst hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt, damit er euch segnet und damit er jeden von euch von seiner Bosheit abbringt. Geht weg! Aus dem Weg!